Ja, mein Name ist Rolf Bader, ich bin Professor für systematische Musikwissenschaft hier in Hamburg seit etwa 10 Jahren und bin gebeten worden, ein bisschen was über unser Fach zu sagen, was ich natürlich gerne tue. An junge, hoffnungsvolle Menschen und Ältere, die ich ja schon kenne, wie ich gerade sehe, aber die auch erst anfangen, das würde ich gerne tun, dass Sie so ein bisschen Einblick kriegen, was machen wir in der systematischen Musikwissenschaft. Ich habe auch ein paar Folien vorbereitet, viel zu viele natürlich, da werden wir uns ein paar Sachen anschauen, aber da sind auch viele Bilder dabei, dass Sie sich so eine Vorstellung machen können. Bevor ich anfange, würde ich gerne wissen, sind denn Schüler anwesend, die sich das überlegen? Okay, die meisten, wunderbar. Dann Bachelor-Leute, die sich umorientieren, neu orientieren, gut. Wunderbar, also es sind viele Schüler da, dann werde ich das ein bisschen darauf zuschneiden. Das Fach Systematische Musikwissenschaft gibt es schon lange. Wir können sagen, wir sind von Pythagoras gegründet in der Zeit der Griechen. In der Neuzeit ist es etwa um das Jahr 1900 gegründet worden in Berlin. Es gibt es heute in aller Welt. Wir sind kein großes Fach, aber wir sind ein Fach, das in sich interdisziplinär ist. Wir haben als Kernbereiche die musikalische Akustik, Signalverarbeitung, die Musikpsychologie, Gehirnforschung und die Musikethnologie, Soziologie neben anderen Bereichen wie zum Beispiel der musikalischen Philosophie, Musiktheorie, Musik und Medien, Musik und Recht, Urheberrecht und so weiter. Wir versuchen also einen riesigen Bereich abzudecken und davon will ich Ihnen ein paar Sachen erzählen. Wir sind natürlich gegliedert, wie alle Fächer hier, in Bachelor und Master. Sie fangen als Bachelor an und machen hoffentlich als Master weiter. Die Einteilung in Bachelor und Master halten wir für unglücklich, passt überhaupt nicht zu unserem Fach. Es gibt bestimmt andere Fächer, für die sieht das anders aus. Deswegen ist die Idee dahinter, das sage ich allen, das sage ich also auch Ihnen, wenn man was ein Fach vernünftig studiert, studiert man Bachelor und Master erstmal hintereinander und dann schaut man, was man mit seinem Leben anfängt. Aber natürlich können Sie auch nur einen Bachelor studieren und haben dann ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ich habe hier einen kleinen Überblick über ein paar Beispiele, die ich Ihnen zeigen will. Wie sieht es denn aus? Wenn Sie zu uns kommen, dann müssen Sie natürlich erstmal ein paar Pflichtveranstaltungen machen in der Akustik, Psychologie und Methodenlehre, also was Sie brauchen für empirische Sozialforschung oder für musikpsychologische Untersuchungen. Und ich habe gedacht, bevor ich Ihnen das jetzt ganz trocken mache, sage ich Ihnen einfach, was wir momentan als Forschung am Institut betreiben, ein Ausschnitt daraus, dass Sie sehen, was ist gerade aktuell im Feld, sowohl in der Forschung als auch, werde ich natürlich versuchen, Berufsaussichten jeweils einzuflechten, soweit es geht. Wir waren als Fach immer sehr berufsorientiert in Hamburg. Hamburg war früher, muss man sagen, einer der Medienstädte in Deutschland. Das hat sich ein bisschen geändert nach dem Mauerfall 89. Da sind sehr viele Medien, gerade Plattenfirmen, aber auch andere Verlage nach Berlin gezogen. Deswegen hat sich da das Berufsbild für Hamburg ein bisschen gewandelt. Wir haben dem natürlich Rechnung getragen, haben das entsprechend angepasst. Ich möchte anfangen mit Akustik. Zwei Bereiche, die wir tun, die momentan aktuell sind. Das eine ist ein sogenanntes Physical Modeling von Musikinstrumenten, das eine digitale Reproduktion von Klängen ermöglicht. Dann werde ich ein bisschen in die Messtechnik gehen, Mikrofonarrays. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber jedes dieser Dinge hier hat ein Mikrofonarray in sich. Also nicht nur ein Mikrofon, sondern mehrere. Und Mikrofonarrays sind eins der Zukunftsthemen. Wir benutzen die natürlich zur Messung, aber man kann die natürlich auch nachher in der Anwendung benutzen. Dann möchte ich in die Musikpsychologie gehen. Wir haben gerade eine psychoakustische Wellenfeldsynthese. Wenn Sie Musik hören zu Hause, dann tun Sie das vielleicht mit der Stereoanlage oder mit dem Kopfhörer. Sie können es aber auch mit einer 7.1-Anlage machen oder mit einer 10.1-Anlage. Und wenn Sie schauen, was in der Forschung eben los ist, dann gibt es Anwendungen mit vielen Tausenden von Lautsprechern, die Ihnen ein Klangfeld produzieren, das sehr beeindruckend ist. Dann möchte ich ein bisschen in die Gehirnforschung, Neurokognition gehen, was wir da machen in der Modellierung, aber auch in der Messung. Da geht es um Synchronisation von Musik, geht es um musikalische Syntax, musikalische Bedeutung. Und möchte am Ende noch ein bisschen was über die Musikethnologie sagen, was wir da treiben. Musikethnologie nennen wir das traditionell, dazu gehört natürlich Stadtethnologie, Soziologie und so weiter.
Wir haben auch natürlich Forschung im Bereich dessen, was als klassische Medien bezeichnet werden. Das werde ich ab und zu immer wieder einflechten, wo es reingehört. Denn wenn Sie in den Medien arbeiten, dann ist erstmal das, was Sie tun müssen, relativ einfach. Dafür brauchen Sie nur eine Grundausbildung. Aber Sie müssen eben Hintergrundwissen in der Wissenschaft haben, um das nachher vernünftig und auch zukunftsträchtig tun zu können. Und da sei gleich die erste Warnung eingefügt. Wir haben viele Studierende, die kommen zu uns und sagen, ich möchte in die Medien. Weiß nicht, ob das auf Sie zutrifft, vielleicht auch nicht. Das klingt natürlich toll, da gibt es auch tolle Sachen zu tun, ist aber vom Berufsbild her gefährlich, ja, weil sehr viele da reingehen und da natürlich auch dann entsprechende Arbeitsbedingungen oftmals als prekär zu bezeichnen sind. Aber ich werde ein bisschen was über unser Phonogrammarchiv erzählen und erzählen, wie man Musik vergleichen kann, was gibt es denn da für Musiken in der Welt und was geschieht denn da alles. Das ist eine Software, die wir entwickelt haben am Institut, die Gitarren nachbaut. Gitarren sind was, Sie haben jetzt hier eine klassische Gitarre, könnte man aber auch mit Western-Gitarren, E-Gitarren irgendwas machen. Das ist jetzt für Instrumentenbauer. Was tut diese Software? Sie sehen ja hier eine Gitarre schematisch dargestellt und das ist eine wirkliche Gitarre, die haben wir vermessen und haben sie geometrisch in den Rechner eingegeben. Was wir aber auch gemacht haben, ist, dass wir mathematisch den Klang nachgebaut haben. Und das machen wir mit Modellen, die auf mathematischen Algorithmen basieren. Es gibt sehr viele Versuche in dem sogenannten Physical Modeling, da realistische Klänge zu produzieren. Wenn Sie in den Gitarrenladen gehen, oder Sie gehen überhaupt in den Musikladen, kaufen Sie ein Keyboard, dann werden Sie auch ständig sehen, dass es Physical Modeling Algorithmen gibt, die Ihnen da Klänge produzieren. Nicht alle von denen würde ich als Physical Modeling bezeichnen, aber das ist ein weites und großes Gebiet. Wir nehmen die wirklichen Geometrien und haben eben diese Software entwickelt, wo Sie auf der einen Seite sehen, mein Laserpointer dabei, das sind verschiedene Gitarren, die Sie hier anklicken können, dann kommt jeweils ein anderes Bild. Und Sie können die aber, Gitarrenbauer können die verändern, können die umbauen im Rechner und können dann einen Sound berechnen lassen, wie würde die Gitarre klingen, wenn man die so bauen würde. Das machen wir mit vielen Instrumenten, wir machen es mit Geigen, wir machen es auch mit Klavieren, wir haben gerade ein großes Forschungsprojekt mit Steinway, Steinway & Sons ist ja hier in Hamburg angesiedelt, glücklicherweise, sind natürlich hochprofessionell und haben fantastische Instrumente und auch mit denen machen wir einige Dinge. Das sind so Sample-Gitarren, die wir hier benutzt haben. Hier unten sehen Sie, hier rechts sehen Sie die Arbeit, wie es dann nachher wirklich aussieht, das ist unser schalltoter Raum. Wir haben glücklicherweise am Musikwissenschaftlichen Institut eingebettet in eine wunderbare weiße Villa, gleich hier hinter der Moorweide, haben wir einen schalltoten Raum, noch aus den 60er Jahren, auf den wir wir sind sehr glücklich, dass wir den haben. Und Sie sehen hier auf der linken Seite viele Mikrofone. Wir haben zurzeit das größte Mikrofon-Array der Welt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mehr als ein Mikrofon nennt man ein Array. Wir haben 128, die wir parallel aufnehmen können. Und deswegen sind wir in der Lage, Schallfelder zu reproduzieren, während die Instrumente schwingen. Das sehen Sie hier zum Beispiel. Haben Sie rote und blaue Bereiche. Und das sind Schwingungsarten, das ist natürlich sehr in Zeitlupe, wenn Sie sich das vorstellen, Schwingungsarten, wie solche Decken und Böden von diesen Instrumenten schwingen. Hier habe ich noch ein paar hübschere. Na? Sehen Sie jetzt? Okay, gut, das hätte ich nach vorne bringen, kommen wir nachher noch dazu. Das sind Auswertungen, die lasse ich jetzt hier mal weg. Können wir uns ein paar Sounds anhören. Wenn wir also das Physical Modeling betreiben, kriegen wir dann einen Sound raus. Wir müssen natürlich schauen, dass der realistisch klingt. Wollen wir uns mal anhören, ob dem der Fall ist. Ja, das sind also, wie wir finden, relativ realistische Klänge. Hier die höhere Seite. Das sind jetzt einzelne Töne von den Modellen. Natürlich ist das jetzt nicht das ganze Musikstück, das daraus zusammenzubauen, ist dann trivial. Dazu müssen Sie eben nur die richtigen Klänge hintereinander bauen. Aber einen Sound aus einem Rechner zu produzieren, der so realistisch klingt, das ist
momentan eine der heißen Forschungsgebiete weltweit und wir sind da, glaube ich, mitführend, neben Stanford, die aber das auf andere Art und Weise machen, und noch ein paar anderen Forschungseinrichtungen in Paris, in Edinburgh und so weiter. Das sind also sehr, sehr heiße Sachen, die sich in der Zukunft noch erheblich verbessern werden. Wir machen das aber auch noch mit Klavieren, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Klavierbauer. Und dort versuchen wir Ähnliches. Das heißt, die Klavierbauer können dann diese Klaviere direkt nachmachen. Können wir uns auch hier mal ein paar Samples anhören. Okay, das ist jeweils ein Ton. Sie können viele Töne machen, können gleich einen Rachmaninow spielen. Das ist, wie gesagt, trivial, wollen Sie nur vom Computer spielen lassen. Aber allein den Sound zu produzieren, ist die große Herausforderung. Was anderes, was ein Postdoc bei uns hier macht, Joost Fischer, ist die Synchronisation von Orgelpfeifen. Ich kann hier mal das Video vorzeigen. Das sind auch Gleichungen, mathematische Gleichungen, die gelöst werden, in denen Sie sehen, wie so zwei Orgelpfeifen schwingen und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Das brauchen Orgelbauer zum Beispiel sehr stark, um eine Orgel zu synchronisieren, für den Fall, dass die Temperatur zum Beispiel in der Kirche schwankt, dann wird die Orgel verstimmt. Deswegen haben Orgelbauer gelernt, Orgeln in gewisser Weise nebeneinander zu platzieren, damit die synchronisieren und damit ihre Tonhöhe halten. Und Sie sehen hier schon viele kleine Vortices, also Wirbel. Und hier gibt es also eine sehr komplizierte Interaktion zwischen diesen Orgelpfeifen, die bis heute noch nicht ganz verstanden ist. Ich habe einen Kollegen aus Vancouver, der war Physiker, ist auch heute noch Physiker, der hat sich mit Teilchenströmen von der Sonne beschäftigt und irgendwann hat er einen Midlife-Crisis bekommen und jetzt baut er Harfen. Das ist natürlich viel sinnvoller, ist ja ganz klar. Und er meinte aber, wir wissen mehr über die Teilchenströme von der Sonne, als wir über die Harfe wissen. Und das ist richtig, obwohl diese Musikinstrumente direkt vor uns liegen, sind unglaublich viele Dinge völlig unbeforscht, was auch in den Bereich geht der Sprachhaftigkeit von Musikinstrumenten, der Ähnlichkeit mit Tiergeräuschen, Evolution und Musik. Das gibt sehr viele Bereiche, die da mit reinspielen, die da hochinteressant sind. Das erspare ich Ihnen, aber hier sehen Sie mal eine Gleichung, schauen Sie mal, ist das nicht eine schöne Gleichung, die beschreibt das, was wir gesehen haben in etwa. Um es gleich zu sagen, wie sieht so ein Studiengang aus? In der Akustik haben Sie Pflichtveranstaltungen, Übung Akustik und Praktikum Akustik. In der Übung Akustik, da wird einfach die Mathematik durchgeixt und zwar ganz langsam und so, dass das jeder versteht. Mathematik ist was, wo viele dann vor zurückschrecken und sagen, oh je, das liegt vielleicht auch daran, dass Mathematik zu Zeiten der Pubertät gelehrt wird, wenn die Menschen alles Mögliche im Kopf haben, aber eben keine abstrakte Mathematik. Meine Erfahrung ist aber, dass wir machen das so langsam, dass da jeder mitkommt und auch Leute, die vorher noch nichts davon verstanden haben, sich dann in gewisser Weise dafür begeistern, weil das ein sehr systematisches Feld ist, in dem es faszinierend ist zu sehen, wie die Dinge interagieren. Wie man einen Gegenstand oder ein hier Musikinstrumente durch mathematische Gleichungen in ein System packen kann und dann vorhersagen kann, was da passieren wird, ist eine unglaublich faszinierende Sache. Am Anfang klingt es ein bisschen trocken, aber wenn man drin ist, ist das ja, toll. Und das, wie gesagt, können Sie heute verwenden, wenn Sie nachher in den Beruf gehen, wenn Sie Softwareprogrammierung machen, brauchen Sie sowas. Wenn Sie in die Tontechnik gehen, brauchen Sie sowas. Und Sie brauchen aber auch diese Verbindungen dann von diesem Wissen zu anderen Bereichen, wenn Sie manchmal auch Konzertveranstalter sind und Sie müssen jetzt wissen, wie arrangieren Sie jetzt für ein Orchester oder für eine Band, wie arrangieren Sie da das Podium, was für Mikrofone benutzen Sie da und so weiter. Das Praktikum ist bei uns Tonstudiotechnik, da lernen Sie eben, wie stellt man so ein Mikrofon hin, wie funktioniert überhaupt so ein Ding, wie nehmen Sie das auf und dann macht man Experimente. Dann haben wir verschiedene Gruppen meistens, die wir einteilen und dann dürfen sie mal loslegen, dürfen was messen, dürfen was ausrechnen und so. Das ist immer ein großer Spaß, wo ich immer ganz begeistert bin, wie sehr die Menschen oder die Kommilitonen sich da reinhängen. Das ist ganz toll. Gut, wir machen das noch mit anderen Instrumenten. Ich wollte ja
nicht über eine Dreiviertelstunde reden, deswegen mache ich das hier nur very briefly. Das ist zum Beispiel ein Saxophon-Mundstück. Das hier soll der Mund sein, das hier ist das Saxophon. Wenn Sie so ein Ding reinblasen, dann sieht es in etwa so aus. Baut sich ein solcher Wirbel auf, hier unten sehen Sie so ein Plättchen, das sich bewegt. Das Saxophonplättchen, das wird sich gleich zurückbewegen, kann ja hierhin leuchten, wenn der Schalldruck von hier zurückkommt. Und dann bekommen Sie hier so eine Wirbelbildung. Auch das ist bis heute noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Das sind Synchronisationseffekte, die wir erst jetzt so langsam anfangen zu beforschen, wie auch andere weltweit. Da ist fast nichts darüber bekannt, aber es scheinen so die elementaren Bausteine für Musikinstrumente überhaupt zu sein. Also wie gesagt, über Musikinstrumente wissen wir noch sehr wenig. Für Musiker ist das immer sehr faszinierend, das zu sehen. Und kommen auch immer gerne zu uns und erklären uns was. Das sind so Strömungsmodelle, die Sie hier sehen können, turbulente Dämpfung. Musikinstrumente können seltsame Dinge tun, sie können sich synchronisieren, sie können in subharmonischen sein. Haben wir irgendwelche Streicher hier, Geiger, Bratschisten, Cellisten wäre das Richtige, aber hier, wenn Sie eine Geigenseite sehr stark spielen, dann kommen Sie zu sogenannten subharmonischen, das heißt, Sie können Töne spielen, die tiefer sind als die tiefsten Seitentöne, die Sie auf der Gitarre, auf der Geige haben. Hier haben wir ein Beispiel. Die nennen sich subharmonische Extended Techniques. Ja, wenn Sie sich mal mit Musik beschäftigt haben, vielleicht auch im Kunstbereich oder neue Musik, 90er Jahre, Extended Techniques, was kann ich mit meinem Instrument noch alles machen? Es gibt ganze Sonaten für Subharmonische, das Ganze gibt es für Saxophone mit Multiphonics, dass Sie mit einem Instrument mehrere Töne gleichzeitig spielen. Wie funktioniert das? Und jedes Instrument hat ganz besondere Techniques, mit denen Sie seltsame Dinge tun können. Und die beschreiben wir natürlich da auch. Ist auch ein Feld, das relativ wenig beforscht ist, das aber immer wichtiger wird, weil wir durch die Aufnahmetechniken, auch Reproduktionstechniken, viel mehr machen können, als wir früher machen konnten. Die Technik ist da wirklich explodiert, auch noch in den letzten Jahren. Und deswegen können wir Sachen reproduzieren und produzieren, die konnten wir vorher so nicht produzieren. Über unsere Mikrofonarray habe ich schon gesprochen. Es ist immer noch das größte der Welt. Haben wir selbst gebastelt, wie man unschwer sehen kann. Es gibt aber noch hübschere Versionen. Ich glaube, ich sollte mal das Bildchen da ändern. Es sieht ein bisschen selbstgebaut aus. Hat auch einen Spitznamen, den ich hier unmöglich sagen kann. Das funktioniert folgendermaßen, das ist eigentlich eine faszinierende Sache. Sie haben hier Schallquellen, das heißt, hier stünde Ihr Musikinstrument und hier haben Sie die Mikrofone. Sie nehmen hier den Schall an den Mikrofonen auf und wollen aber wissen, wie war der Schall an diesem Bereich. Das ist ein unglaublich schwieriges Problem, das ist ein sogenanntes inverses Problem. Man kann das am Instrumentenbau, kann man das nochmal schön vergegenwärtigen. Wenn Sie Gitarrenbauer sind und Sie sagen, hey, ich möchte eine Gitarre bauen, die soll so und so klingen. Das ist ein ganz anderes Problem, als wenn Sie sagen, okay, ich baue halt die Kiste zusammen und höre mir nachher an, wie es klingt. Das Zweite ist ganz einfach. Sie bauen eine Kiste, schlagen die an und dann hören Sie ja, wie es klingt. Aber wie ist es denn andersrum? Wenn Sie sagen, ich will genau diesen Sound haben. Das nennt man in der Wissenschaft ein inverses Problem und das ist unendlich viel schwerer zu lösen. Das gehört zu diesen inversen Problemen und da gibt es mehrere Methoden. Wir haben natürlich unsere eigenen entwickelt, wie sich das so gehört. Und Sie können dann mal schauen, wie denn diese Musikinstrumente schwingen. Also hier zum Beispiel ist es eine Mode einer Sufi-Drum, einer Duff. So sieht ein Klavierboden aus zum Beispiel, wenn er schwingt. Ja. Oder so sehen Moden einer Gitarre aus. Ja. Das heißt, hier kommt fast der ganze Sound aus dem Schallloch, dann haben Sie hier so zwei, ein Dipol hier und es können hier immer kompliziertere Pole werden. Das haben wir da alles mit dem Array gemessen, Hunderte und Tausende davon, die wir alle wieder vergleichen und damit Charakteristiken der Musikinstrumente rausfinden können. Das ist eine ganz tolle Methode. Schauen wir mal, wie kompliziert es hier werden kann. Es geht aber immer noch komplizierter, aber so schwingende Instrumente und wir können uns das also anschauen, wie das genau funktioniert. Gut, die Details, also wir können das dann in den Raum wieder zurückpropagieren. Wo müssten Sie denn Ihr Mikrofon hinstellen, wenn das Instrument so schwingen würde? Und das ist so, dass hier zum Beispiel, das gilt für jeden Plot hier, hier würde die Gitarre stehen und hier geht es in den Raum rein bis zu 1,6 Metern
und jeweils 0,5 Meter in beide Richtungen. Und dann können Sie schauen, wie laut welche Frequenz an diesem Ort ist. Und der richtige Saal ist halt, wenn Sie alle zusammen addieren. Das können wir dann berechnen und können dann schon vorhersagen, wo Sie Ihr Mikro hinstellen könnten. Gut, genug davon. Wir können das Ganze natürlich reproduzieren. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Schaue ich auf die Uhr und mache das viel kürzer. Wellenfeldsynthese nennt sich das, einer der heißen Themen heutzutage. Also es gibt zum Beispiel tolle Konzerthallsäle in der Welt. Da können Sie aber jetzt nicht jedes Mal hinfahren, nach Wien zum Beispiel, oder nennen Sie irgendeinen nach Amsterdam oder nach London, wie auch immer. Da gibt es also die Idee, Sie bauen viele Lautsprecher in einem Raum und der Schall kommt von allen, ein bisschen unterschiedlich. Und damit haben Sie in dem Raum eigentlich diesen Konzertsaal nachgebaut. Akustisch ist es so, als würden Sie jetzt in Mailand sitzen oder in der Walt Disney Hall in Las Vegas oder wo auch immer. Das ist ein ganz heißes Thema. Für Konzerträume ist es natürlich großartig, das gibt es aber auch für Konferenzräume. Ja, also wenn Sie jetzt nachher in den Beruf gehen, wie gestalten Sie einen Konferenzraum, dass Sie jeden hören. Oder dass, wenn zum Beispiel jemand spricht, das verstanden wird und dann dieses Array sich so baut, dass derjenige besser zu verstehen ist. Ja. Deswegen haben Sie auch hier mehrere Mikrofone drin, deswegen, damit, wenn Sie jetzt hier was sagen und Sie haben so Nachhall und Schalle und irgendwas, dass Sie dann mit Rechenmethoden dann den Schall verbessern können. So, haben Sie also mehrere Lautsprecher, die gehen auf Punkte, komplizierte Abstrahlpunkte der Musikinstrumente und so können Sie das bauen. Gut. So, jetzt haben wir aber noch mehrere Pflichtveranstaltungen. Also die Akustik, die hat natürlich Pflichtveranstaltungen, darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere führende Veranstaltungen dazu. Das Ganze ist in der Musikpsychologie auch so. Die Musikpsychologie ist ein riesiges Feld, genau wie die Akustik, wie die Signalverarbeitung. Ich will hier ein paar Sachen über Neurokognition vorstellen, weil das einer der heißen Themen heutzutage ist. Hier können Sie mal sehen, wie ein Schallreiz aussieht, wenn er in das Ohr reingeht. Jetzt haben Sie ja so ein Ohr, das hat ein Trommelfell und der Schall geht vom Trommelfell in das Innenohr, wandert eine Membran entlang, die sogenannte Basilarmembran, und die verwandelt diesen mechanischen Schall in neuronale Impulse. Das ist ja immer so Strom, in unserem Kopf ist ja überall Strom, sogenannte Spikes, also Stromstöße. Und was Sie hier sehen, sind viele einzelne Stromstöße, die über die Zeit produziert werden. Was hier oben reingeht, ist ein Klang, ein harmonischer Klang mit einer Grundfrequenz, der sich hier viermal wiederholt, also sehr ein kleiner Ausschnitt reingeschaut. Und hier sehen Sie, wie das dann aussieht, was ins Gehirn dann geht, was das für neuronale Impulse sind. Das ist jetzt eine Messung, sowas kann man aber auch rechnen. Wenn Sie mal schauen, wie dann so eine Welle über so eine Basilarmembran läuft, dann sieht es in etwa so aus, so wellt eine Welle über eine Basilarmembran, auch wieder gemacht mit einer dieser Methoden, die ich vorhin schon vorgestellt habe. Und das kann aber auch sehr kompliziert werden hier. Ne? So, wenn viele Partialtöne. So sieht es auf Ihrer Basilarmembran momentan aus, während ich hier rede. Oder so ähnlich zumindest. Ja? Und das Ganze wird dann überführt in Spikes, die wir hier auch berechnen können. Das sind hier viele einzelne Neuronen, die eben ausgelöst werden und die dann zu komplizierten oder weniger komplizierten Mustern führen. Ja? Also das wäre ein einfacheres, das ist schon ein bisschen komplizierteres. Und aufgrund dieser Muster geht dann das, was Sie da also hören, in Ihr Gehirn und wird weiterverarbeitet. Und diese Verarbeitungsschritte sind hier und da mal in etwa bekannt, aber da ist noch fast, das Gros der Probleme ist noch völlig ungelöst, wie sowas funktioniert. Hier haben Sie zum Beispiel einen Gitarrenton, ne? Wie sieht sowas aus, wenn ein Gitarrenton reingeht, jetzt hier nach Frequenzen sortiert. Und das ist also sehr kompliziert. Daraus wird aber alles abgeleitet, was wir hören und wahrnehmen. Ja? Wir haben so eine Integration von 50 Millisekunden, wir haben so ein Update, alles was innerhalb von einer 20. Sekunde, relativ kurz, zu uns kommt, das integrieren wir, kommt alles zusammen, wird alles zusammengeschmissen und gibt dann einen Wahrnehmungsinhalt. Wenn ich jetzt hier stehe, sehe ich was, ich höre meine Stimme,
und ich höre Nachhall und so weiter. Das sind die Wahrnehmungsinhalte, die werden alle 20. Sekunde abgedatet. Dann sehe ich dann einen Film oder höre eben einen kontinuierlichen Ton. Daraus aber ergeben sich ja Tonhöhen. Ja? Was wir hören, wird zu Rhythmen produziert. Sie hören größere Formen. Sie haben eine musikalische Syntax. Wenn Sie sich verspielen, dann hören Sie, oh Gott, das war ja jetzt falsch. Das geht hin bis, da gibt es natürlich emotionale Reaktionen dazu. Ne? Sie wollen sich bewegen, fangen an, sich to move to the groove. Und all das passiert mit diesen Spikes hier. Das ist alles, was da ist. Und deswegen macht es ja natürlich auch Sinn, da mal reinzugucken und zu schauen, was da passiert. Das will ich Ihnen jetzt nicht zeigen, das ist zwar faszinierend, aber das führt jetzt zu weit. Adaptionsprozesse zwischen dem, was reinkommt und dem, was Sie erwarten. Das ist eines der heißen Modelle momentan in der Gehirnforschung. Wie können Sie denn überhaupt Wahrnehmung verstehen? Wie können Sie eine Anpassung an die Umwelt verstehen? Aufmerksamkeit, Erwartung, Spannung, musikalische Spannung. Ja, Sie gehen durch ein Musikstück, das baut sich langsam auf. Na, wenn Sie einen Techno-Abend haben, dann sagen Sie, okay, fall to the floor. Das wird erst so langsam aufgebaut. Ihnen muss ich das ja nicht sagen. Irgendwann erreicht es einen Höhepunkt, dann kommt die Bassdrum rein, fall to the floor. Also Sie haben eine Erwartungshaltung, die wird entweder erfüllt oder eben nicht erfüllt. Und dementsprechend können Sie das modellieren, was passiert da im Gehirn. Und da gibt es eben verschiedene Anpassungsarten. Es gibt Anpassungsarten, die sehr schnell erfolgen. Das eine ist also, das Graue ist das, was sein sollte, und das Blaue ist die Anpassung. Und es gibt welche, die langsamer verfahren. Sie haben Rauschunterdrückung, das ist das Rauschen, das eigentlich reinkommt, das ist aber nachher die Wahrnehmung. Das heißt, Sie können sehr viel wegfiltern und Sie können viele andere Dinge damit auch machen. Sie können die Wahrnehmung verfehlen, das sind Beispiele von verfehlter Wahrnehmung mit relativ einfachen Modellen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Musik hat was mit Synchronisation zu tun. Die Musikinstrumente sind synchronisieren untereinander, aber auch natürlich in sich selbst. Dasselbe passiert im Gehirn. Sie haben Synchronisationsmuster, die auf ganz bestimmte Erwartungshaltungen zusteuern. Und in dem Augenblick, wenn Sie erwarten, dass da jetzt was passiert, dann ist die Synchronisation am größten. Wir haben EEGs bei uns am Institut, also Geräte, mit denen man ins Gehirn reinschauen kann. Da kriegen Sie so eine Haube auf, wie hier unser tapferer Proband, dann kriegen Sie viel Gel ins Haar, das muss sein, und dann wird Ihnen Musik vorgespielt und wir haben mal gemessen, was da in Ihrem Gehirn so vorgeht. Das ist faszinierend, wir haben so zwei Ansichten des Gehirns, hier auf der unteren Seite, das sind die einzelnen Messpunkte, die Sie haben, das ist ein Standardverfahren, und da ist natürlich interessant zu sehen, wie reagieren Sie auf welche Art von Musik. Es ist erstmal sehr interessant zu sehen, wie das manchmal korreliert. Es gibt Leute, die können einfach nur ein Beat denken und das sehen sie dann nachher im EEG. Sie sehen dann die einzelnen Ausschläge, das, was nur jemand denkt. Ja. Wir haben auch schon Geistesblitze aufgezeichnet. Das hat aber jeder schon mal, der mit dieser Methode gearbeitet hat. Unser Lenz Hartmann macht gerade seine Doktorarbeit über eben diese Frage, was ich vorhin hatte, Techno-Beats. Wie werden die wahrgenommen? Wie ist diese Fall to the Floor? Und wenn Sie jetzt sich das gesamte Gehirn anschauen, dann sehen Sie, dass es eine Synchronisation der einzelnen Gehirnteile gibt. Und die ist ganz schwach, wenn Sie noch keine Erwartung haben. Aber wenn es zum Erwartungspunkt geht, dann wird die sehr stark. Und hier genau setzt dann in diesem Musikstück, das ist etwa 3 Minuten lang, zwei, hier setzt dann die Bassdrum ein, Fall to the Floor, und sagen Sie, ah, jetzt geht's los. Ja. Das heißt, Sie können durch die Synchronisation einzelner Gehirnteile können Sie nachzeichnen, wie ist unsere Wahrnehmung der Erwartung, der Spannung. Ja? Was passiert da jetzt? Das können Sie direkt so nachzeichnen. Und das ist natürlich fantastisch, weil Sie damit in der Lage sind, natürlich sowas wie Wahrnehmungsinhalte zu messen und dann auch zu verstehen, wann passiert, wie, wo, was.
Auch da gibt es natürlich bei uns im Studium eine Musikpsychologie als Übung. Da lernen Sie erstmal überhaupt über Grundlagen der Musikpsychologie, auch Kognitionspsychologie, wenn man das so nennt. Das heißt, die werden meistens mit Hörtests durchgeführt, dass sie gefragt werden, was hören Sie da, klingt ein Klang rau oder erkennen Sie da eine Melodie drin, erkennen Sie einen musikalischen Stil und so weiter. Aber auch natürlich Ergebnisse, die dann komplizierter sind. Wir haben natürlich da viele verschiedene Dinge, die wir da untersuchen. Diese ganzen Untersuchungen sind natürlich von denen, wenn ich jetzt aufs Berufsbild wieder zurückkomme, sind von vielen Leuten, die dann ins Feld gehen, von großem Wert. Es ist immer wieder festgestellt worden, dass wir erleben das eigentlich schon immer, seit es das Fach gibt, dass gerade Abschlüssler in systematischer Musikwissenschaft von der Wirtschaft oder Industrie oder wo immer sie hingehen, gern genommen werden, weil sie eben nicht sozusagen Fachidioten sind. Sie haben da mal ein bisschen BWL gelernt oder haben sehr viel BWL gelernt und können also das ganz toll wissen, aber überhaupt nicht, um was es da eigentlich geht. Ja. Und solches Wissen, das hat natürlich keinen direkten Anwendungsbereich in Ihrem Beruf, aber Sie erinnern sich später daran und können dann oftmals gute Ratschläge geben oder können sich entsprechende moderne Literatur besorgen, um dann eben auch zum Beispiel, wenn Sie in irgendwelchen Streaming-Diensten sind, da auszuhelfen. Streaming-Dienste beruhen ja zum Beispiel auch darauf, dass Sie Musikstücke, die Sie gerade gehört haben, dass die Streamingdienste die analysieren und ihnen dann was Neues vorschlagen. Das kennen Sie ja wahrscheinlich alle. Sie haben gerade was gehört und dann kommen Sie, ach, du könntest einfach auch dies hören. Ja, das heißt, dass die Streamingdienste diese Musikstücke analysieren nach ihren Inhalten und eben dann sagen, ah, da gibt es noch andere, die sind so ähnlich, hör dir die auch mal an. Ja? Das ist also eine klassische Arbeitsweise, die sowohl die Akustik, Signalverarbeitung beinhaltet, als eben auch die Psychologie. Sie müssen ja wissen, wie Sie das orientieren an Rhythmen, thematischen Sachen, Melodien, emotionalen Zuständen und so weiter. Ja? So, und da gibt es natürlich bei uns neben den Pflichtveranstaltungen eben weiterführende Veranstaltungen. Im Praktikum machen Sie auch selbst Versuche. Also wer will, kann sich dann auch mal an dem EEG versuchen. Können aber auch andere Hörtests machen oder in die Welt hinausgehen und eher so im Bereich Popularmusik viel machen. Wir haben immer sehr viel Popularmusik gemacht, sind dann auch mal losgezogen, haben uns die Hamburger Clubs angeschaut, wie ist das Publikum da, wer ist dort, was machen die Menschen, wie sehen die Bilanzen aus, wie sieht die Finanzierung aus, haben Stadtteilpolitik betrieben. Wir haben aber auch zum Beispiel mit der Gesundheitsbehörde zusammengearbeitet, wenn es um Hörschäden geht, wenn Jugendliche zu laut Musik hören, sich da voll vor die Anlage hängen und haben dann DJ-Führerschein mal vergeben, haben DJs über ihr Tun aufgeklärt. Also auch das geht in den Bereich der Musikpsychologie und eben auch dann später in das, was in den Medien wichtig ist. So, dann wollte ich noch zu einem letzten Bereich kommen. Der Musikethnologie. Die systematische Musikwissenschaft ist eigentlich in der Musikethnologie gegründet worden. Und zwar war das Fach erst möglich, als es den Edison-Phonographen gab. Erst da konnten sie ja Musik aufnehmen. Das ist diese Wachswalze, die Sie bestimmt nicht mehr kennen. Das sind Geräte, also eine Wachswalze wird eingeritzt durch eine Nadel. Und diese Nadel wird bewegt durch den Schall, der von einem großen Trichter eingefangen wird. Und diese Geräte sind also überall in der Welt unterwegs gewesen. Und Hornborstel, Sachs in Berlin haben diese Wachswalzen dann zu den Kollegen in aller Welt geschickt, in der Hoffnung, dass die da Aufnahmen machen und die wieder nach Berlin zurückschicken. Dadurch ist das Berliner Phonogrammarchiv entstanden. Die erste Aufnahme ist in Berlin entstanden. Das war ein thailändisches Orchester, ein Pipa-Orchester, das im Tiergarten in Berlin gespielt hat. Das ist die berühmte Wachsrolle Nummer 1. Und erst dann konnte man diese Musiken vergleichen. Wir gehen hinaus in die Welt. Mein Gebiet zum Beispiel ist Südostasien. Ich war jetzt gerade über Weihnachten in Nordburma, in der Nähe von Tibet, habe mir dort die Musik der Lisu und der Rawang angehört, der Kachin, was faszinierend ist, weil das Beziehungen hat dann hoch in die Mongolei, noch über Tibet. Ich bin aber auch in Indien, Sri Lanka, Kambodscha und so weiter. So hat jeder so ein Gebiet, in dem er sich gerne bewegt und ab und zu eine Feldforschung macht.
Es gibt natürlich Musiken, die sehr stark vom Westen beeinflusst sind, aber es gibt noch sehr viele Musiken, die das nicht sind. Das ist so das klassische Feld eines Musikethnologen. Man geht ins Feld und beforscht. Und wir haben im Institut das Glück, dass wir Sammlungen aus dem Orient haben, aus den 30er Jahren, die unter bestimmten Umständen nach Hamburg gelangt sind, an unser Institut. Die haben wir digitalisiert, die kann man sich im Netz anhören. Aber auf die versuchen wir dann auch wieder mit Methoden der Signalverarbeitung und der Akustik Vergleiche herzustellen, zu verstehen, wie die einzelnen Kulturen musikalisch zusammenhängen, um dann natürlich mehr über die Kulturen zu verstehen und deren Beziehungen. Auf der anderen Seite aber auch, um dann natürlich für Museen, für Datenbanken, Streamingdienste und so weiter da entsprechende Tools anzubieten. Das ist momentan sehr heiß. Es gibt sehr viele Leute, die da versuchen, was zu machen. Das ist aber weiterhin ein sehr schwieriges Gebiet. Aber faszinierend, es gibt Studien, die die Musiken verschiedener Ethnien in Afrika, aber auch in Finnland gibt es eine Studie, von miteinander vergleichen, die Sprachen miteinander vergleichen, dieser Ethnien und die Gene. Und es ist offenbar so, dass die Musiken sich näher sind, ähnlicher sind als die Genpoole dieser Ethnien. Also scheint die Musik ein viel verbindenderes Element zu sein. Das sind einzelne, das ist ein historischer Background. Sie wissen vielleicht, dass die Uni Hamburg ja aus einem Kolonialinstitut hervorgegangen ist. Die Hamburger Kolonien kamen hauptsächlich, oder die deutschen Kolonien sind zum Großteil von Hamburg motiviert gewesen. Die Universität ist 1919 gegründet aus diesem Kolonialinstitut und dementsprechend waren natürlich auch Aufnahmen da vorhanden. Wir haben zum Beispiel die Heinitz-Sammlung, wir haben die Aufnahmen des Kairoer Kongresses, was ein ganz wichtiger Kongress der arabischen Welt war, 1932. Hickmann-Aufnahmen und so weiter. Wir bearbeiten das aber heutzutage natürlich mit Hidden-Markov-Modellen, was kognitionspsychologische Modelle sind und selbstorganisierende Karten, was auch Gehirnmodelle sind, die aber gleichzeitig sehr viel Information enthalten, sehr viel Signalverarbeitung bedeuten. Das macht gerade unser Herr Blass, das ist ein Doktorand am Institut, das ist so eine Karte, die sieht am Anfang so aus, wenn Sie jetzt noch nichts über Musik wissen, könnte man annehmen, Ihr Gehirn sieht so aus, jetzt kommt da Musik rein, der hat Features, Rhythmen, Melodien und irgendwas und nachher sieht Ihr Gehirn so aus, schauen Sie mal, das ist doch schon viel sortierter, dann sehen Sie, aha, da ist die eine Musik und das sind die andere Stilrichtung und das ist die dritte Stilrichtung. Und wenn Sie das haben, dann können Sie erstmal was über die Musikstile erfahren und zweitens können Sie natürlich dann auch suchen gehen. Ja? Sie haben ein neues Musikstück, wie sieht es aus? Und so sieht dann hier eine Karte aus, wenn die wirklich trainiert ist. Oder das hier ist ein Beispiel. Da sehen Sie unterschiedliche Felder, die für unterschiedliche Länder stehen. Ja? Also, wir haben den Orient, wir haben auch Sudan, iranische Musik und so weiter. Und die können Sie hier den einzelnen Ländern zuordnen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das funktioniert schon ganz prima. Funktioniert manchmal auch nicht so doll. Aber es gibt interessante Sachen, die sich da eben ergeben. Und ja, damit bin ich sozusagen durch den Hauptteil durch. Was ist also systematische Musikwissenschaft? Ich hoffe, Sie haben das verstanden, es ist in sich interdisziplinär. Ja? Sie können nicht das Ganze studieren und sagen, ich mache nur musikalische Akustik oder ich mache nur Musikpsychologie oder interessiere mich nur für Stadtteilkultur, sondern unsere Pflichtveranstaltung bringen Sie eben dahin, nicht nur als Pflichtveranstaltung, sondern natürlich als hoffentlich als was Motivierendes, bringen Sie dazu zu verstehen, dass Sie Musik nur dann verstehen können, wenn Sie in allen Gebieten was wissen und die miteinander verknüpfen. Interdisziplinarität ist ein Mantra unserer Zeit. Jeder will immer interdisziplinär sein, was auch vernünftig ist. Wir waren das schon immer und wir können damit also auch prima umgehen. Ich habe angedeutet, es gibt noch andere Bereiche und andere Themen, die wir behandeln im Institut. Wir sind momentan 25, 30 Leute, alles zusammen, also auch mit den Dozenten, mit den Lehrbeauftragten und so weiter.
und können da also momentan ein relativ breites Spektrum abdecken. Das tun wir auch, versuchen das auch zu tun. Auch auf internationaler Ebene sind wir natürlich sehr vernetzt, kennen natürlich die Kollegen in aller Welt, die sich da orientieren. Auch haben wir Universitäten, mit denen wir in DAAD-Austausch stehen. In Europa sind die natürlich seit vielen, vielen Jahren, sind wir da in Arbeitskreisen involviert. Es gibt in Europa mehrere Center of Excellences für das Fach. In Finnland gibt es einen, in Belgien gibt es einen. Also da passiert sehr, sehr viel. Immer mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Ja? Es gibt Menschen, die sich mehr mit Musik und Bewegung beschäftigen, andere, die beschäftigen sich eher mit Musiktheorie, ne? Wollen verstehen, wie die Musiktheorie in der Welt funktionieren. Wieder andere, die interessieren sich für die Soziologie, wollen wissen, wie sich die Musikindustrie entwickelt hat, wie sich das Urheberrecht entwickelt hat. Deswegen ist unser Feld sehr breit gefächert und wenn ich mich so umschaue, was unsere Kommilitonen so machen, die einen arbeiten im Tonstudio, die anderen sind Konzertveranstalter, wieder andere sind bei EEG-Firmen und machen Gehirnforschung. Wir haben die volle Breite sozusagen, andere sind Raumakustiker und andere arbeiten hier bei Phononet, also Streamingdiensten, entweder als Dienstleister oder als Programmierer, sind bei Softwarefirmen, arbeiten zusammen mit Apple, Yamaha und so weiter. Also das ist die Breite ist sehr groß und das ist auch der Kern unserer Sache und auch unser Credo. Wie gesagt, man kann Musik nur dann verstehen, wenn man in diesen ganzen Bereichen aktiv ist und wenn man die Gesetzmäßigkeiten versteht, die Musik ausmachen. Und damit will ich erstmal schließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ja. Also die Frage ist, wie das mit der Aufnahme ist. Das ist, wir haben einen Bachelor und einen Master. Man muss sich für beide bewerben natürlich. Der Bachelor hat Auflagen, die uns der Gesetzgeber vorschreibt. Das heißt, da gibt es die Abiturnote und dann gibt es eben gibt's noch Bevorzugungen, zum Beispiel, wenn Sie Auslandsaufenthalt hatten, also so freiwilliges soziales Jahr und so weiter. Das machen wir aber alles gar nicht. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Studienplätzen. Und deswegen gibt es keinen offiziellen NC, wo wir sagen, da machen wir Schluss, sondern wir besetzen diese Studienplätze meistens viel, viel mehr, als wir sollten, weil wir uns viel mehr Arbeit machen, als wir müssten. Aber wir freuen uns natürlich, dass die Nachfrage so groß ist im Fach. Wir können nicht alle aufnehmen. Meistens war so, wenn man Abi hat, mit einem 1er-Abi bis 1,9 ist man eigentlich bisher immer auf der sicheren Seite gewesen, mit wenigen Ausnahmen. Manchmal geht es aber auch schon auf 2,4 oder 2,5. Das hängt auch stark von den Bundesländern ab. Die haben ja unterschiedliche Benotungen da, ganz offenbar. Aber so ist etwa das im Bachelor. Im Master haben wir noch ein paar Auswahlkriterien, da haben die Leute ja schon mal studiert. Und dann schauen wir natürlich, was haben die sonst noch gemacht. Ja? Also es gibt zum Beispiel Leute, die haben vorher Physik studiert, Psychologie studiert, Erziehungswissenschaften studiert, was auch immer und sagen, hey, jetzt möchte ich systematische Musikwissenschaft im Master studieren. Und dann schauen wir natürlich, haben die irgendwas schon mal in der Musik gemacht oder irgendwas in der Nähe? Wenn das gar nicht der Fall ist, dann wird es im Master natürlich, dann müssen wir uns überlegen, ob das Sinn macht. Ja. Ja, also die Frage war nach der Anwendbarkeit der Neurokognitionsforschung in der Musik. Sie haben Cochlea-Implantate oder Hörgeräte angesprochen. Das ist natürlich ein größerer Markt immer mehr, weil unsere Gesellschaft ja immer älter wird und ja auch nicht nur unsere. Das ist da, wo viele Kollegen hingehen in der Tat. Dann gibt es aber auch Anwendungen zum Beispiel in der Epilepsie. Können Sie durch Musik Epilepsie lindern zum Beispiel. Es gibt ganz tolle Erfolge beim Heilen von Parkinson. Da können Sie da durch die Stimulation von Musik sehr starke Bewegungsstörungen, die Sie bei dieser Krankheit haben, sehr stark reduzieren, sodass die Leute nachher und nachhaltig wieder bewegungsfähig sind. Es gibt Erfolge auch bei Musik und Sprache. Menschen, die durch eine Läsion meistens, also eine Hirnschädigung, nicht mehr sprechen können, die können aber manchmal noch singen und dann kann man über das Singen die Sprache wieder so aktivieren, dass sie verständlich sind.
Das sind zum Beispiel Erfolge aus der Musiktherapie. Also das nennt man dann heute neurokognitive Musiktherapie. Es gibt traditionell die Musiktherapie, dass sie was Musik anhören oder über Musik reflektieren. Und dann gibt es aber natürlich die Hoffnung, von allen, sozusagen ins Gehirn reinschauen zu können, was gibt es auch, und dadurch zum Beispiel künstlerisch oder kreativ besser zu werden. Es gibt Anwendungen, dass sich die Menschen EEG aufsetzen und damit mit ihrem Gehirn dann komponieren, mit den Gehirnströmen. Das gibt es auch nicht erst seit gestern. Oder dass sie versuchen, durch Methoden, nicht-invasive Methoden, ihr Gehirn zu beeinflussen, um einige Bereiche auszuschalten, bin da kein Freund von, aber gut, in der Hoffnung, kreativer zu werden. Ja. Es gibt Studien zum Beispiel für Bewusstseinsforschung. Sie können ja mit Musik außerkörperliche Zustände produzieren. Ja, dass Sie jetzt denken, Sie stehen neben sich selbst, können Sie auch mit anderen Methoden, können Sie auch mit ganz einfachen Videokameras. Und da ist natürlich auch die Hoffnung, über diese Bewusstseinsinhalte sich dann vielleicht mit Schizophrenie oder ähnlichen Zuständen eben auseinanderzusetzen. Also das sind so Ansätze, die momentan sehr gut funktionieren. Es gibt aber natürlich auch den einfachen Forschungsdrang, dass wir wissen wollen, wie das Ganze funktioniert. Die Industrie merkt immer mehr, dass man damit sehr viel machen kann, wenn man eben versteht, wie Musik auf dem Geist wirkt. Aber glücklicherweise sind wir alle Individuen und frei, und viele Dinge sind eben von jedem frei wählbar, und deswegen gibt es natürlich auch viele Bereiche in diesem Forschungsgebiet, wo sie gar keine Gesetzmäßigkeiten finden. Ganz einfach deswegen, weil jeder halt das so macht, wie er das will, und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, es gibt gerade in der Musiktherapie gibt es teilweise sensationelle Erfolge. Wir haben in Hamburg ein sehr sympathisches System. Hamburg hat ja offiziell 7 Hochschulen. Also neben der Uni Hamburg, die Fachhochschule, die Hafen City University, die Bundeswehr-Uni, jetzt Helmut-Schmidt-Uni, die Musikhochschule, es gibt noch eine Polizeihochschule, also es sind 7 insgesamt. Und es war nie ein Problem, bei unterschiedlichen Universitäten gleichzeitig zu studieren. Das war immer toll. Also wir hatten früher im Magisterstudiengang hatten wir Leute, die hatten 2 Hauptfächer, eins hier und eins an der Fachhochschule oder eins an der Bundeswehr-Uni. Und wir sind da völlig offen und völlig frei, Hauptsache Leute lernen was. Aber wenn sie natürlich nachher Lehrerin werden wollen, dann brauchen sie das offizielle Examen dafür, und das kriegen sie an der Musikhochschule. Achso, ja, die Frage war, ob es Wellenfeldsynthese in Hamburg gibt. Wellenfeldsynthese-Systeme. Es gibt 3, wir haben 1, was aber leider das kleinste ist, was in dem Fall mal nicht am Geld liegt, sondern daran, dass wir halt räumlich so beengt sind, leider an der Uni Hamburg. Die räumliche Enge hier ist extrem. Es gibt aber 1 an der Musikhochschule und 1 an der Fachhochschule. Und die benutzen wir aber auch beides, wir sind da in ständiger Kooperation. Das sind größere Systeme, kommerzielle Systeme eingekauft, die haben uns das natürlich selbst gebastelt, damit wir damit machen können, was wir wollen. Die anderen können das aber auch ganz toll. Musikhochschule, die machen mehr Konzerte damit. Und Fachhochschule, das Kollege Vohl macht das ganz toll. Der hat natürlich ein Forschungsinteresse, aber auch dann Fachhochschulen sind ja sehr berufsorientiert. Da geht es also darum, dass man das in der Wirklichkeit anwendet. Wellenfeldsynthesen werden wir in Zukunft immer mehr erleben. Ja, also das ist einfach die Syntheseart oder die Beschallungsart der Zukunft. Aber da können, also unsere Studenten haben, wir machen immer einen Austausch. Wenn irgendwo hier ein Gerät rumsteht, wir arbeiten zum Beispiel gerade mit der Holzwissenschaft zusammen, mit dem Thünen-Institut, was nicht direkt Uni Hamburg ist. Die haben eine der größten Holzsammlungen der Welt. Da können sich 12.000 Hölzer anschauen, die da lagern und die da in der Datenbank sind. Sie haben auch einen Showroom. Also wenn Sie irgendwann mal zum Thünen-Institut kommen, das ist sehr beeindruckend. Die machen eben Expertisen, zum Beispiel für Musikinstrumente. Wenn Sie ein Musikinstrument aus einem Tropenholz haben, das illegal ist, dann bleibt es dort. Und das soll es natürlich nicht, aber da sind natürlich die Regelungen sehr streng. Aber das ist auch problemlos möglich. Also Hamburg ist da sehr flexibel. Wenn Sie jetzt irgendwo studieren, sich fragen, können Sie dann bei uns mal reinschnuppern oder eine Zeit lang studieren, sind wir immer offen für. So. Was sollte man mitbringen, wenn man bei Ihnen studiert? Was man mitbringen sollte, wenn man bei uns studiert? Was sollte man mitbringen?
Zwei Augen, eine Nase, zwei Ohren. Nein, also was wir haben, ich kann vielleicht ein bisschen aus der Geschichte erzählen. Früher war es bei uns selbstverständlich, dass jeder ein Musikinstrument spielt. Das ist nicht mehr so. Also Musikinstrument heißt auch DJ oder was auch immer, Laptop-Konzerte oder das hat sich geändert. Warum, weiß ich nicht. Die Musikausübung ist nicht unbedingt mehr oder weniger geworden. Deswegen bringen die Leute heute sehr viel differenziertere Sachen mit. Das ist was, womit wir uns auch beschäftigt haben. Wir beschäftigen uns auch mit Kulturförderung. Die Frage ist, gibt es überhaupt noch Musikszenen? Ja? Also homogene Szenen, wie noch in den 60er oder 70er Jahren. Da gab es den Rocker, ja, und den Popper und die Mods. Und kennen Sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr, woher auch. Oder Mettler oder den Jazzfreund, ja. Der Jazzfreund, der klassische Hörer und so weiter. Also so typische Hörertypologien. Und das ist immer verwaschener geworden. Ne? Es ist nicht ganz verwaschen, es läuft so unter dem Alleshörer. Die Leute sagen, ich höre eigentlich alles, womit sie natürlich nicht meinen, dass sie alles hören, sondern dass sie eigentlich für alles offen sind, weil es gibt so viele Musikstile auf der Welt, kein Mensch kann sie alle kennen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Diversität ist so groß, dass wir nicht mehr sagen können, die Leute sollen was mitbringen. Je mehr sie an Bildung mitbringen, desto glücklicher sind wir. Wenn jemand schon mal eine mathematische Gleichung lösen kann, wenn jemand die Grundlagen von Wahrnehmung schon mal sich überlegt hat, wenn er schon mal in der Welt war, wenn man sich mit verschiedenen Philosophen auseinandergesetzt hat, dann macht es uns natürlich die Sache einfacher und hebt natürlich insgesamt das Niveau. Aber es ist so unterschiedlich, auch die Bundesländer sind sehr unterschiedlich, man kann es nicht mehr wirklich sagen. Ja, aber bringen Sie so viel mit, wie Sie haben. Ja? Die beliebtesten oder die besten? Also die Frage ist, was sind die beliebtesten Nebenfächer? Die Frage ist, die beliebtesten oder die besten? Es gibt natürlich beliebte, von denen es heißt, die sind einfach zu studieren. Die sage ich natürlich jetzt nicht. Was ist sinnvoll, als Nebenfächer zu studieren? Das kommt darauf an, worauf Sie sich ausrichten. Wie gesagt, Sie müssen sich in alles einarbeiten, aber Sie haben natürlich nachher schon einen Schwerpunkt, wo Sie hinwollen. Wenn Sie sagen, Sie wollen in die Medien, dann ist zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre oder auch Wirtschaftswissenschaften eine gute Wahl. Aber eigentlich ist da die bessere Wahl ein Zweitstudium in Jura. Das ist natürlich erheblich schwieriger, aber das ist das, wenn die Leute sagen, okay, ich möchte das richtig amtlich machen, dann ist das, was wir empfehlen, weil die wirtschaftlichen Sachen, die können Sie auch so nebenher machen. Die juristischen sind aber schwieriger. Und das ist erheblich viel besser. Lady Gaga, das ist so ein schönes Beispiel, das man nehmen kann. Wie bauen Sie heute einen Star auf? Ein Star ist kein einzelner Mensch, es ist eine Firma. Sie haben jemand, der die Verträge schreibt, jemand, der die Klamotten schneidert, jemand, der die Songs schreibt, jemand, der natürlich das ganze Marketing macht, Viral Marketing, der die Internetseite macht, der sich irgendwelche Gags überlegt und so weiter. Und wenn Sie das alles haben, dann fällt Ihnen ein, wir brauchen ja noch einen Sänger. Ja? Und dann gehen Sie halt irgendwas casten und dann haben Sie nachher noch so einen Musiker und den stellen Sie dann da vorne hin. So wird heute Musik produziert. Und wenn Sie das nicht so machen, haben Sie es extrem schwer, außer Sie sagen, Sie machen eine Nische, was natürlich auch toll sein kann, vielleicht auch besser. Aber wenn Sie sagen, okay, Sie gehen in diesen Bereich, so sehen heute die Teams aus. Und wenn Sie juristische Grundkenntnisse haben darin, dann ist es hervorragend. Ja? Was anderes ist natürlich Informatik, Webdesign, wobei Webdesign als Beruf so überlaufen ist, dass das ein sehr schwieriges Leben ist. Webdesign, Grafikdesign, ist ein extrem schweres Leben. Gut, da muss jeder wissen. Informatik oder Physik. Physik ist immer eine gute Idee, nicht nur wegen den Inhalten, sondern auch, weil Sie eine wirkliche Wissenschaft kennenlernen, die in sich vollkommen systematisch und strukturiert ist. Und das als Gedankengebäude einmal erlebt zu haben und gesehen zu haben, ja, auch diese Denkart zu verstehen, das hilft fürs ganze Leben. Das kann ich wirklich nur empfehlen.
Wenn man sagt, okay, man möchte jetzt mehr in die Ethnologie, dann können Sie natürlich entweder mit Ethnologie studieren oder wir haben ja sehr viele Fächer hier. Wie gesagt, die Uni Hamburg ist ja aus dem Kolonialinstitut entstanden, deswegen gibt es hier sehr viele kleine Fächer, sogenannte kleine Fächer über Afrika, Thailand, Türkei und so weiter. Das können Sie da tun. Und ansonsten, wenn Sie sich mit neuen Synthesizern beschäftigen, gehen Sie noch in die Fachhochschule und studieren Elektrotechnik nebenher. Haben wir auch. Ja. Unsere Leute sind nachgefragt, leider in aller Welt. Es ist ganz schwierig, die da zu halten. Ich will sie natürlich nicht da halten, aber Stanford, Paris, New York, London, also die sich wirklich ins Zeug legen, sind extrem gefragt weltweit, weil wir da offenbar durch diesen interdisziplinären Charakter auch noch andere Dinge mitbringen, die man braucht, wenn man da erfolgreich sein will. Ja. Ja, geht auch wunderbar. Können Sie machen. Das ist, gibt es auch Leute, die das machen, sagen, okay, ich gehe jetzt voll in die Musikwissenschaft und dann mache ich noch historische Musikwissenschaft nebenher. Auch andersrum haben wir das natürlich sehr viel, wenn Sie sich eher für die Geschichte dann da weiter interessieren. Selbstverständlich. Das ist, nutzen Sie die Zeit, solange Sie jung sind. Das ist jetzt ein Rat eines, so alt bin ich noch nicht, aber er klingt wie ein alter Herrenrat, aber der Berufskampf wird immer härter und je mehr Sie mitbringen nachher in den Beruf, desto schöner wird Ihr Leben sein. Und wenn Sie jetzt Zeit haben, nutzen Sie die Sache. Carpe diem. Ja? Also gehen Sie hin und schauen sich nochmal darum, schauen Sie vielleicht noch in den Studiengang mal rein, setzen sich einfach mal in eine Vorlesung und lassen sich inspirieren von hier und da und dort. Gehen Sie ins Ausland mal für ein DAAD für ein Semester oder sowas. Nützen Sie diese Zeit. Das, nachher geht es nicht mehr. Ich habe so viele Studierende, die dann irgendwann arbeiten müssen und dann gerade noch so ihren Master irgendwo schaffen. Und dann wird es auch immer schwieriger, dann noch zu sagen, okay, vielleicht mache ich noch einen Doktor, damit es wirklich toll wird, weil sie einfach nicht mehr die Zeit dafür haben. Ja? Ich weiß, wenn man jung ist, ist man unsterblich. Mache ich früher auch mal. Aber je älter sie werden, desto sterblicher wird man. Und deswegen ist mein Rat, nutzen Sie die Zeit, seien Sie neugierig, schauen Sie einfach rein. Auch wenn Sie dann denken, mein Gott, was soll das oder sowas, egal. Irgendwann Jahre später denken Sie, da habe ich doch mal was gesehen. Ja? Zum Beispiel, mit dem Computer gerne umgehen, wird man schon wissen, wenn man bei Ihnen studiert. Ne? Ja, also Sie können auch, ja, Sie können weitgehend drum herum kommen. Nee, kommen Sie eigentlich nicht. Wir führen jetzt gerade eine neue Pflichtveranstaltung ein, Mathematik für Musikwissenschaftler. Da geht es auch um einfache Programmiertechniken. Also wenn jemand gar nicht programmieren kann, dann bringen wir dem Programmieren bei, sodass er einen Code schreiben kann, ein paar Zeilen. Aber je mehr Sie, klar, das, ich wage das schon gar nicht mehr zu sagen, weil das ist so divers. Wir haben Leute, die kommen mit fast nichts rein und hängen sich derartig rein, dass sie nachher ganz toll werden. Und es gibt Leute auch schon mit Vorbildung und die fangen am Ziel schon an, hatten schon alles und da wird nachher irgendwann langfristig nichts draus. Ich freue mich, wenn die Leute viel mitbringen. Wenn sie aber nicht so viel mitbringen, dann müssen sie sich halt ranhalten, aber wir haben auch Fälle. Der Bachelor und Master ist sehr verschult heutzutage. Diese Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, die waren früher so gedacht, dass man gesagt hat, das sind Leute, das sind richtige Aficionados. Das systematische Musikwissenschaft studiert man nicht, weil man denkt, dass die Eltern das einem gesagt haben, du musst unbedingt systematische Musikwissenschaft studieren, sondern wir haben halt Leute, die wollen es wirklich wissen, das ist ja klar, ne? So ein Fach wie bei uns. Und deswegen haben wir natürlich früher noch mit dieser Freiheit, die man hatte, noch mal hier und da was ausprobieren können. Da waren wir eigentlich am Kern dessen, was das Fach angeht. Aber es hatte natürlich auch den Nachteil, dass Menschen diese Freiheit benutzt haben und dann die Jahre verstreichen haben lassen und dann halt in Hartz IV gelandet sind. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen verschulter. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil dann diese Abstürze nicht mehr so häufig sind. Aber es ist natürlich auch für die, die wirklich sagen, ich möchte was machen. Ja. Ich habe da eine eigene Idee. Da ist es natürlich dann schwieriger geworden. Ja. Aber wir versuchen, diesen alten Spirit, so lange wie es geht, aufrecht zu erhalten. Für Leute, die wirklich sagen, ja, ich habe was vor, das will ich tun, das kann man bei uns. Dafür sind wir offen genug. Aber dann sind sie nachher für sich selbst verantwortlich.
Ja, gut. Wenn keine weiteren Fragen sind, ja, dann danke ich sehr für die Einladung und wünsche uns noch einen angenehmen Abend. Ja. Vielen Dank.